Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo über das neue Dominion Biosyn DLC, was gestern im Livestream von Frontier angekündigt wurde. Ich möchte in diesem Video einmal alles zusammenfassen, was uns so erwartet und was wir Neues bekommen mit dem DLC. Fangen wir erstmal mit dem Release-Datum an, das konnte man gerade schon sehen. Das ist nämlich der 14. Juni und das Ganze wird 19,99 € kosten und beinhaltet eine neue Kampagne, ein neues Chaos-Theorie-Level, 4 neue prähistorische Spezies, darunter der Pyroraptor, der Therizinosaurus, der Dimetrodon und der Quetzalcoatlus. Außerdem bekommen wir 2 neue Dinosaurier-Varianten und 6 neue Dinosaurier-Skins. Natürlich kommen dazu auch noch neue Gebäude, Fahrzeuge, Dekoration und neue Funktionen. Und es kommt zudem auch noch ein kostenloses Update gleichzeitig für alle Spieler raus und auch einige Quality of Life Changes, das heißt Sachen, die das Spiel angenehmer machen. So, wir gehen jetzt aber nochmal ein wenig genauer auf diese einzelnen Punkte ein. Kommen wir erstmal zu der neuen Kampagne. Diese heißt Aufstieg von Biosyn Valley. Dort übernimmt man die Kontrolle über das Biosyn-Forschungsgelände im Tal und wird von bekannten und ikonischen Charakteren aus dem Film begleitet, nämlich unter anderem Claire Deering, Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Settler. Dort gibt es dann auch die Biosyn-Gebäude aus dem Film, unter anderem natürlich auch dieses große Hauptgebäude, was ja ein absoluter Hingucker ist. Außerdem sammelt man dort in der Bernsteinmine seltene Genome, um dann gefiederte Urzeitspezies zu erschaffen. Zu denen kommen wir später dann noch. Es gibt auch ein neues unterirdisches Hyperloop-Transportnetz, neue unsichtbare Zäune, neue Fahrzeuge und auch neue Deko-Objekte und natürlich neue Gebäude, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Außerdem findet das Ganze auf einer neuen Karte statt, diese heißt Biosyn Valley. Dann kommen wir auch schon zu dem neuen Chaos-Theorie-Level. Dort muss man in einer verschneiten spanischen Landschaft, da arbeitet man sozusagen auf so einer Ranch und dort muss man Dinosaurier beschützen. Ich denke mal, das wird dann so ähnlich sein, wie man es auch im Film gesehen hat, als dann Owen Grady auf dem Pferd geritten ist und dann mit einem Lasso die Paras eingefangen hat. Hat man ja schon im Trailer gesehen. In den Infotext steht auch, dass das Ganze von den Ereignissen in Jurassic World Dominion inspiriert ist. Also gehe ich mal stark davon aus, dass es so in diese Richtung geht. In dem Level baut man seine Ranch auf und wenn diese größer wird, brechen Dinosaurierdiebe ein, um die Dinosaurier zu stehlen, um die man sich kümmern möchte. Daraufhin muss man dann seine Sicherheitsvorkehrungen ausbauen, um die Eindringlinge zu entdecken und ihre Fahrzeuge abzufangen. Und jetzt kommen wir endlich zu den neuen Dinosauriern und Kreaturen, die durch das DLC ins Spiel kommen. Da haben wir als allererstes den Pyroraptor. Dieser fällt natürlich sehr stark durch sein knallig rotes Federkleid auf, welches mega hochauflösend ist und mir richtig gut gefällt. Wir haben auch schon ein bisschen Bewegtbild zu dem gesehen. Und als nächstes haben wir den Therizinosaurus. Den haben sich schon viele für das Spiel gewünscht. Jetzt haben wir ihn endlich, auch mit einem mega coolen Fell und natürlich den langen Klauen an den Händen. Dieser ist übrigens kein Fleischfresser, ist ein Laubfresser und die Krallen nutzt er normalerweise zum Ausreißen von den Pflanzen, die er fressen will. Allerdings kann er sich trotzdem sehr, sehr gut mit diesen Krallen verteidigen und ich bin echt gespannt, wie der sich im Kampf schlagen wird im Spiel. Und der nächste neue auf der Liste ist tatsächlich kein Dinosaurier. Damit meine ich natürlich den Dimetrodon. Dieser ist tatsächlich die älteste prähistorische Spezies im Spiel. Er ist nämlich schon mehrere Millionen Jahre vor dem ersten Auftauchen der Dinosaurier ausgestorben. Das absolute Highlight von dem Dimetrodon ist natürlich das beeindruckende Rückensegel. Dieses diente übrigens wahrscheinlich zur Wärmeregulierung. Aber ja, sowas ist halt immer so ein bisschen Mutmaßerei. Und dann kommen wir als nächstes zu einem gigantischen Flugsaurier, nämlich den Quetzalcoatlus. Dieser hat eine enorme Flügelspannweite und benötigt mehrere Aviarien, um sein Territorium und seine Umweltbedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, da müssen wir dann schon ein paar mehr Vogelkuppeln nebeneinander bauen, damit das mit dem auch alles funktioniert.
Dann kommen wir natürlich jetzt auch noch zu den zwei neuen Varianten, die ins Spiel kommen mit dem neuen DLC. Als erstes haben wir da den Giganotosaurus. Der darf nicht fehlen bei einem Dominion-DLC. Und ich finde schon, den kann man schon fast als neue Spezies zählen. Der sieht nämlich komplett anders aus als der Standard-Giga aus dem Game. Und dann bekommen wir auch noch eine neue Variante von dem Dreadnoctus. Im Text stand übrigens, dass der größer sein soll als der Standard-Dreadnoctus, aber das kann ich halt auf den Screenshots leider nicht beurteilen. Und dann gibt es, wie am Anfang schon erwähnt, auch noch 6 neue Skins. Einmal den T-Rex vernarbt. Dann gibt es auch noch eine T-Rex-Version in gefiedert. Da haben wir leider noch kein Bildmaterial zu. Dann bekommen wir auch noch einen neuen Dilophosaurus-Skin. Und 3 neue Parasaurolophus-Skins. Und das war's jetzt soweit mit den DLC-Inhalten. Im Laufe der nächsten Tage und Wochen werden da bestimmt noch mehr Sachen revealed und gezeigt. Da werde ich euch definitiv auf dem Laufenden halten, also keine Sorge. Ist ja auch gar nicht mehr lange hin, ne? 14 Tage? Ja, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen die nächsten Tage. Und gleichzeitig am 14. Juni mit dem DLC kommt ja auch noch das Update 3 raus. Das ist kostenlos für alle. Und das fasse ich jetzt einmal ganz grob für euch zusammen, damit ihr da auch nochmal einen kurzen Überblick habt. Da kriegen wir dann nämlich auch die Chaos-Theorie-Karten im Herausforderungsmodus. Das heißt, dann können wir auch mal eine Herausforderung auf zum Beispiel ja, San Diego oder sowas starten auf der Karte. Dann bekommen wir als nächstes auch noch eine neue Dinosaurier-Funktion, nämlich Dinosaurier-Wrangling heißt es, übersetzt Zänkerei oder Zank. Wir nennen es einfach mal Dinosaurier-Wrangling. Das ist tatsächlich eine Funktion, die hauptsächlich reingekommen ist wegen dem neuen Chaos-Theorie-Level, also was halt mit dem DLC hinzukommt. Nämlich ist das eine Funktion, wie man Dinosaurier bewegen kann, ohne diese zu betäuben. Das Ganze sieht dann so aus, im Menü oben links könnt ihr das sehen. Fernglas, also Binoculars und Flare waren ja schon standardmäßig, aber neu hinzugekommen sind jetzt Scent und Summon. Scent ist, man kann dann die Dinosaurier irgendwo hinschicken und Summon ist Unlocken. Und da kann man dann halt auch verschiedene Radien einstellen. Und beim Unlocken gibt es zum Beispiel auch 2 verschiedene Formen. Einmal dieses Pizza-Slice, sage ich mal, und einmal im Kreis kann man die anlocken. Jetzt sieht man das zum Beispiel ganz gut, also jetzt wird im Kreis angelockt, dann kriegen die auch so ein Ausrufezeichen über den Kopf. Das ist dann halt so ein Pfeifgeräusch, was gemacht wird. Und dann kommen die alle sozusagen zu einem her und sind dann markiert. Und jetzt kann man die mit dem Wegschicken-Befehl dort vorne zum Beispiel jetzt hinschicken. Da ist das jetzt markiert, da gehen die jetzt hin. Das Tor öffnet sich dann auch automatisch. Und schon kann man, ohne die Dinosaurier zu betäuben, diese in ein anderes Gehege verfrachten. Dann bekommen wir auch noch Änderungen an den Parktouren. Man kann nämlich Parktouren nun auch als Transportmittel benutzen. Das heißt, man kann dann von Parkbereich A bis Parkbereich B damit fahren. Also ist jetzt nicht nur noch eine Tour, die durchs Gehege führt, sondern man kann das auch wirklich dann als Transportmittel nutzen, wie die Einschienenbahn. Außerdem kann man jetzt auch die Fahrzeuge je nach Länge der Tour erhöhen. Also das heißt, wenn die Strecke länger ist, kann man auch mehr Fahrzeuge einstellen. Und man kann auch die Entfernung zwischen diesen einzelnen Fahrzeugen einstellen, also wann das nächste losfährt. Und jedes Fahrzeug hat jetzt auch Ferngläser. Das ist echt praktisch. Das heißt, wir können dann, wenn wir mal so einen Park besichtigen von euch, auch mal mit dem Fernglas ranzoomen. Ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Und dann bekommen wir auch noch eine neue DFW-Tour. Das ist dann halt nochmal so eine Parktour in diesem DFW-Design. Also ihr wisst, denke ich mal, alle, was das ist, ne? Also das ist halt dieses Umweltorganisation, dieses eine Logo. Und damit wir auch in jeder Ära halt eine Tour haben, bekommen wir dort auch noch eine. Dann kann man jetzt, wenn man Dinosaurier transportieren möchte, auch mehrere gleichzeitig transportieren, also mit einem Klick. Die werden zwar dann nacheinander geflogen, aber man kann zum Beispiel Triceratops anklicken und dann werden alle Triceratops, die betäubt sind, irgendwo hingeflogen. Also da muss man nicht mehr jeden einzeln hin und her mit der Kamera. Wenn man zum Beispiel von ganz rechts vom Park nach ganz links wollte, muss man immer mit der Kamera komplett hin und her. Jetzt kann man mit einem Klick einmal rechts alle markieren und dann links alle abladen. Ist ein bisschen angenehmer.
Das war's mit den neuen Funktionen. Jetzt gibt's noch ein paar Quality of Life Changes, also ein paar Sachen, die das Spiel angenehmer machen. Zum einen bekommen wir neue Verträge. Das heißt, diese Aufgaben, die man auswählen kann, variieren jetzt nochmal ein bisschen mehr. Dann wurden die Baubeschränkungen für Operationsgebäude aufgehoben. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel mehrere Kontrollzentren bauen, mehrere Besucherzentren, mehrere Ankunftspunkte. Also all diese Gebäude, die man nur einmal bauen konnte, kann man jetzt auch mehrfach bauen. Außerdem kann man im Sandkastenmodus jetzt Statusprüfung und Dinosaurierverletzung vollständig abschalten. Und als letzter Punkt stand auch noch auf der Liste, dass in der Woche vor der Veröffentlichung noch einige weitere Sachen bekannt gegeben werden. Das heißt, uns erwarten die nächsten Tage auf jeden Fall noch einige interessante News. Und wenn ihr dabei auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert gerne den Kanal, weil ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und falls euch dieses Video gut informiert haben sollte, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.